Hallo, liebe Deutschlernende. Heute schreiben wir einen Brief auf dem Niveau A2. Der Brief ist ein Teil der Schreibprüfung und das Thema ist Antwort auf die Einladung zur Hochzeit. Die Aufgabe. Sie bekommen eine Nachricht von Sarah. Sie kennen Sarah aus dem Deutschkurs. Sie schreibt, dass sie am 20. August in München Peter heiratet. Sarah lädt sie ein und fragt, ob sie kommen. Antworten Sie. Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze, ca. 40 Wörter. Vergessen Sie nicht den passenden Anfang und Gruß am Schluss. Die Punkte, die man beachten muss, sind Peter, jemanden mitbringen, Geschenk, Übernachtung in München. Man sollte nicht weniger als 40 Wörter schreiben. 50 Wörter sind okay, aber weniger als 40 nicht. Dafür bekommt man wenige Punkte. Wie fangen wir an? Am besten, wir markieren uns gleich die wichtigsten Sachen, an die wir denken müssen, die man nicht vergessen sollte. Denn für alles bekommt man Punkte. Wenn etwas fehlt, dann bekommt man wenige Punkte. Ich markiere jetzt die wichtigsten Sachen. In München, Peter heiratet. Ob sie kommen, fragt, ob sie kommen. Antworten Sie. Passender Anfang und Gruß am Schluss. Peter. Jemanden mitbringen, Geschenk und Übernachtung in München. Ich habe hier schon einen fertigen Brief formuliert. Rechts oben schreibe ich Ort und Datum. Und die passende Anrede ist liebe Sarah. Ich kenne die Sarah. Es handelt sich hier um einen privaten Brief. Nach der Anrede schreibe ich Komma und danach beginne ich mit einem kleinen Buchstaben. Vielen Dank für die Einladung zu deiner Hochzeit. Natürlich komme ich sehr gerne. Ich würde Peter gerne kennenlernen. Euch beiden wünsche ich viel Glück. Darf ich meinen Mann Karl mitbringen? Ich habe ihm schon sehr viel von dir erzählt. Mit welchem Geschenk könnten wir euch Freude bereiten? Vielleicht eine Kaffeemaschine? Ich brauche eine Übernachtung in München von Freitag bis Sonntag. Kennst du eine günstige Pension in deiner Nähe? Ich freue mich darauf, dass wir uns wieder sehen. Liebe Grüße, Eva. Liebe Grüße ist passender Gruß am Ende. Und jetzt am besten zum Schluss noch eine Kontrolle machen, ob alles dabei ist. Ich habe geantwortet, dass ich gerne komme. Und ich habe geschrieben, dass ich Peter gerne kennenlerne. Und ich habe auch geschrieben, dass ich meinen Mann gerne mitbringen möchte. Ich habe nach einem Geschenk gefragt. Ich hatte auch eine Idee. Und ich habe auf die Übernachtung in München reagiert. Dazu habe ich einen Satz und eine Frage gestellt. Es ist gut, wenn man den Brief auch noch mit schönem Ausdruck beendet. Meistens, ich freue mich darauf, dass ich dich wieder sehen kann oder ich freue mich auf dich. Am Anfang des Briefes ist auch gut, dass man sich bedankt. Für die Einladung sollte man sich in erster Linie bedanken. In Vorbereitung ist nämlich Einladung zur Umzugsparty. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wer neu auf meinem Kanal ist,
sollte sich am besten die anderen Briefe anschauen. Drücke auf die Glocke, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich das Video fertig habe. So, ich hoffe, dass ich mit diesem Brief euch helfen konnte, dass ihr euch jetzt noch besser auf die Prüfung vorbereitet. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, ob jemand diese Prüfung schon gemacht hat. War die Prüfung schwierig oder war sie einfach? Viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss, bis bald.